es geht weiter mit Rainbow Z. Weg, okay. Das ist eine gute Stimme. Oho, hey! Son Goku! Hey, Son Goku! Hm, was ist das für ein Kind bei dir? Hast du eine Kinderkrippe aufgemacht oder was? Das ist mein Sohn. Oh, er hat gelernt, Sex zu machen. Was? Dein Sohn? Son Goku? Ja, ja, was ist daran so seltsam? Na los, Sohn. Sag Hallo, sag allen Hallo. Hallo! Nun, Hallo zurück! Sein Name ist Son Gohan. Son Gohan, er heißt nach deinem verstorbenen Großvater. Ich gehe mal rein und guck mal nach Kitrank Phoenix, wieder würde ich vielleicht paar brauchen. Kraftring erhöht Kraft um 3. Erhöht wieder Heilungsstar. Ah, okay. Rolands Nase, damit findest du Schätze auf Karten. 50.000, ist klar. Okay. Ich werde mir jetzt alles wieder angucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Okay, da ist nichts. Aber wo ist eigentlich mein Sohn hin? Ich habe ihn da gar nicht gesehen bei den Gruppen da. Hm, ist das ein Dragon Ball auf dem Hut des Kindes? Ja, der verschiedene Dragon Ball, das Erbe meines Großvaters. Ich habe ihn gefunden und selbst getragen. Ist er so stark wie du, Son Goku? Tja, ich glaube, er hat die gleiche rohe Kraft. Aber sobald ich ihn trainieren will, dreht Chi-Chi total durch. Wieso denn? Er wäre doch eine Schande, wenn das nicht machst. Ja, ich weiß. Sie glaubt, wir brauchen keine Kampfkunst mehr, jetzt wo die Welt friedlich ist. Sie redet immer nur davon, dass wir alle nur noch lernen sollten. Oh. Sag mal, Gohan, wie alt bist du? Ich bin 4 Jahre alt, Ma'am. Wow, für Son Gokus Kind bist du aber sehr höflich. Ich wünschte, Chi-Chi würde ihn deswegen in Ruhe lassen. Hey, das Kind hat einen Schwanz. Ach, wirklich? Ja, genau, wie ich einen hatte. Ach, beim Sex ist wohl der Schwanz abgefallen, was? Ach, Leute. Wo ist mein Kind? Ich sehe mein Kind irgendwie nicht. Hallo, mein Kind. Achso, ich sollte mit allen reden. Okay. Hä? Was ist los, Son Goku? Er tritt durch. Irgendwas ist hier unterwegs. Ich weiß nicht was, aber es ist groß. Groß mit Doppel S. Was? Was für ein irgendwas? Wow, ich fühle die riesige intensive Stärke. Was kann das nur sein? Da kommt es. Ah! Hehe, du bist groß geworden, Kakarot. Aber ich habe dich sofort erkannt. Du siehst aus wie Vater. Papa? Was? Hä, wer ist dieser Typ? Wovon redet er? Kakarot, was ist los mit dir? Sieh dir diesen Planeten an. Du solltest doch die Menschheit ausradieren. Wieso hast du so viel Zeit verschwendet? Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist, aber du verschwendest jetzt besser. Tja, man sollte echt nicht so früh am Tag schon trinken. Krillin, bleib weg von ihm. Verprügel dich zu schnell. Was habe ich gesagt? Du! Ein Schwanz! Der Typ hat einen Schwanz! Ach Leute, Mann, dieses Spiel ist so zweideutig. Hehe, hast du mich schon erkannt? Dich erkannt? Wovon redest du? Machst du Witze, Kakarot? Hast du denn alles vergessen? Hey, bist du als Kind mal auf den Kopf gefallen? Du kannst aufhören, mich was weiß ich zu nennen, okay? Ich heiße Son Goku.
Kaka, was weiß ich. Antworte mir, hast du als Kind einen Schlag auf den Kopf bekommen oder nicht? Ja, hast du. Das stimmt. Ich weiß nichts mehr davon, aber das geschah, als ich klein war. Ich habe auch eine Narbe. Pa, ich wusste es. Aber was hat das was hat das denn damit auf sich? Okay. Son Goku, das erinnert mich an eine Geschichte deines Großvaters. Einst fand er ein Baby mit einem Schwanz. Der Kleine schrie schrie viel und machte ständig Ärger. Meist brachte er den Mann zum Verzweifeln zweifellos. Eines Tages fiel der Junge im Tal und landete auf dem Kopf. Ein Wunder, dass er überlebte. Aber das Baby war so stark, dass keine Schäden zurückblieben. Außerdem verschwand seine schlechte Laune und aus dem Jungen wurde ein gutes und braves Kind. Ich will echt wissen, was wäre passiert, wenn er böse wäre, von Anfang an. War ich das? Also, wer bist du überhaupt? Sag's mir. Ich bin dein Vater. Unglaublich, dass du alles vergessen hast, aber okay. Ich bringe deine Erinnerungen jetzt zurück. Vor dir liegt noch viel Arbeit. Okay, was kommt jetzt? Ich bin verletzt. Alles okay, Krillin? Ja, ich denke schon. Vorsicht, Son Goku, das ist kein normaler Kämpfer. Ja, danke, dass du auch bemerkt hast. Nein, sieht nicht so aus. Und ehrlich zu sein, schon am vom Anblick kriege ich Angst. So habe ich mich noch nie gefühlt. Hat immer Angst vor euren großen Brüdern, Leute? Richtig, erstmal wurdest du nicht mehr hier... Richtig, erstmal wurdest du nicht hier geboren, Kakarot. Dein Geburtsort ist der Planet Vegeta. Du bist ein Saiyajin und gehörst zum stolzesten Kriegervolk des Universums. Was? Ja, er ist kein Mensch. Deswegen wird keiner jemals stärker sein als ihn. Und ich bin dein Bruder, Raditz. Du bist ein Bruder? Man sieht es doch, hallo? Genug von dem Blödsinn, du lügst. Ja, wenn Son Goku ein Alien ist, was tut er dann auf der Erde? Ach, meine Lesekunst ist voll beschissen. Hey, ganz einfach, wirklich. Kakarot wurde hergeschickt, um die Menschen auf diesem Planeten auszulöschen. Wir Saiyajin sind ein Kriegervolk. Wir suchen nach passenden Planeten und löschen alle ihre Bewohner aus. Wenn die damit fertig sind, verkaufen wir die Planeten mit Riesengewinn an Alienvölker. Wir schicken erwachsene Saiyajin auf Planeten mit starken Ureinwohnern, Spezien. Aber auf mindere Planeten wie diesen schicken wir Babys wie dich. Zum Glück hat dieser Planet einen Mond. Damit hättest du die Menschen in wenigen Jahren ausrotten können. Vorausgesetzt, du hättest deine Befehle nicht vergessen. Ah, er meint die Affen von Son Goku, wenn er den Mond sieht. Oh Mann, wenn das stimmt, dann seid ihr Typen furchtbar. Das ist so verrückt. Im Vergleich dazu wirkt Piccolo wie ein Heiliger. Halt, wieso ist es so gut, einen Mond zu haben? Stell dich nicht so dumm, Kakarot. Wenn wir Saiyajin einen Vollmond sehen, brechen unsere verborgenen Fähigkeiten hervor. Das weißt du. Moment, sag nicht deinen Schwanz. Was ist passiert? Oh, das Ding ist schon ewig weg. Das darf nicht wahr sein, du Vollidiot. Kein Wunder, dass du dich mit den Einheimischen angefreundet hast. Genug. Also, selbst wenn ich auf einem anderen Planeten geboren wäre und einen anderen Namen und so hätte. Auch wenn du mein Bruder bist, das ist jetzt egal. Krillin hat recht. Ihr Saiyajin seid die Schlimmsten. Mein Name ist Son Goku und das ist meine Heimat. Also weg hier, sonst passiert was. Hehe, den Gefallen kann ich dir nicht tun. Wir Saiyajin waren nie ein großes Volk. Aber derzeit ist es echt schlimm. Planet Vegeta ist nach einer Kollision mit einem riesigen Meteor explodiert. Das glaubst du, nur du. Fast alle Saiyajin verdampften augenblicklich, auch unsere Eltern. Ja, Bardock hat bis zum Letzten gekämpft. Bardock. Es gibt nur vier Saiyajin im Universum und du bist einer davon. Ich und noch ein Überlebten, weil wir gerade einen anderen Planeten überfielen. Der dritte und wurde als Baby zu einer neuen Welt geschickt, wie du. Er hatte Glück. Kürzlich haben wir den tollsten Planeten überhaupt gefunden. Wir konnten ihn für viel Geld verkaufen. Aber zu dritt wird das schwierig. Da haben wir an dich gedacht, Kakarot. Deine Kräfte sind noch nicht voll da. Aber zu viert im Team sollte es klappen. Mach die Augen auf, Kakarot.
Das wird lustig. Lass deinem Saiyajin-Blut freien Lauf. Das ist verrückt. Solange ich lebe, werde ich mich euch nie anschließen. Hochgenommen. Hey, verstehe. Sag, ist es eigentlich dein Junge, der da hinter dir steht? Wo hast du das nur erkannt? An dem Schwanz? Nein, ist er nicht. Lüg mich nicht an. Halte mich nicht zum Narren, Kakarot. Der Schwanz ist Beweis genug. Saiyajin-Blut fließt in seinen Adern. Zu viel Text und zu viel Input. Na und? Da du nicht besonders kooperativ bist, ich dachte, ich leih mir stattdessen mal deinen Jungen aus. Wage es nicht näher zu kommen, dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. Puh, erbärmliche Missgestalt. Oh. Stellt euch niemals gegen euren großen Bruder, er verprügelt euch. Papa! Boah. Dich nehme ich mit. Kakarot, wir haben jetzt deinen Jungen. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, hörst du besser auf deinen Bruder. Son Goku, er hat dich nur einmal getroffen. Du hast einen Tag, um deine Entscheidung zu treffen. Nicht, dass du die Wahl hättest. Ich brauche auch einen Beweis. Nichts Besonderes, wirklich. Vernichte einfach 100 Leute oder so und mache hier einen Haufen aus ihnen bis morgen. Gleiche Uhrzeit. Ja, ist klar. Verstanden, ich freue mich schon, dich morgen zu sehen. Ist ja schließlich mein Neffe. Ich würde ihm lieber nichts tun. Hehe. Okay, er hat schon ein bisschen Familiensinn eigentlich, aber das ist unfair. Man darf ein Kind nicht so ausnutzen. Er hat recht. Außerdem, wir könnten Son Goku irgendwen umbringen. Er kann's einfach nicht. Auch gut. Wenn er dir egal ist, dann lass das mit den Haufen sein. Oder so. So oder anders ist der Planet verloren. Wenn wir den aktuellen Planeten erobert haben, ist der hier als nächstes dran. Was? Hehe. Es sind nicht mal alle drei Saiyajin nötig, um alle auf der Erde in einem Monat auszulöschen. Egal ob Kakarot diesen Test besteht oder nicht, am Schluss kommt dasselbe dabei raus. Verstanden, Kakarot? Wehr dich nur. Du hast nur eine Option, dich mir anzuschließen. Jetzt kommt Piccolo. Aber zu viel Information, ich will mal ein bisschen kämpfen, hallo? Und denk nicht mal daran, dich zu widersetzen. Deine unvollständigen Kräfte können sich nicht mit denen deines Bruders messen. Okay. Oh, Papa. Son Gohan. Tja, bis später. Morgen wird es lustig, haha. Du dreckiger Bastard. Du hast meinen Sohn genommen. Jetzt nehme ich deinen Schwanz. Tut mir leid, ich konnte nichts gegen ihn tun. Jinnojun. Warte, Son Goku, das ist Irrsinn. Wir müssen zuerst überlegen. Du darfst nicht weg. Du darfst nicht gehen. Er wird dich umbringen. Glaubst du echt, du kannst ihn jetzt besiegen? Oh, verdammt, was soll ich tun? Frag Piccolo, er steht die ganze Zeit da. Denk nach. Hey, wo ist jetzt der... Oh. Aber was hast du vor? Dein Bruder ist ein absolutes Monster. Wenn du ihn nicht besiegen kannst, dann kann es wohl niemand. Er hat diesen Schwanz, das ist ein Schwachpunkt. Wenn ich ihn am Schwanz packe, verliert er seine Kraft. So hat er das bei mir funktioniert. Richtig. Wir helfen es so gut es geht. Du wirst Hilfe brauchen, jetzt wo Yamshu und Tenshinhan weg sind. Was für ein Schock, den einzigen Blutsverwandten zu finden und festzustellen, dass er dieser Kerl ist. Macht nichts, wie auch immer, er wird dafür bezahlen. Mach schneller, Leute. Hallo, ich will endlich weiterkommen. Hallo, ich will weiter. Ich habe genug geredet. Ach komm. Oder? Ah, okay, jetzt habe ich mit der geredet. Hallo?
Ey, willst du mich verarschen? Hallo, geht's mal weiter? Okay, nächsten Part.